Stell dir vor, ich werfe einen Ball. Okay, zugeben, das ist kein Ball, das ist eine Plüschorange. Aber dann stell dir vor, ich werfe eine Plüschorange. So, die ist jetzt hier auf einer Bahn geflogen, und zwar ungefähr so. Und dann halt auf der Erde gelandet, weil sie mit der Gravitationskraft von der Erde angezogen wird. Das hatten wir jetzt ja in vielen Videos. Darauf gehe ich nicht nochmal genauer ein mit der Gravitationskraft. Was ich mich jetzt frage, ist, was passiert, wenn ich diese Plüschorange nun mit einer höheren Geschwindigkeit werfe? Probieren wir es mal aus. Sie ist deutlich weiter geflogen als vorher. Sie ist jetzt irgendwo da hinten gelandet. Sie ist in meinem Wäschekorb gelandet. Zielen kann ich. Aber egal. Jedenfalls, sie ist weiter geflogen, wenn ich sie mit einer höheren Geschwindigkeit geworfen habe. Und nehmen wir jetzt mal an, dass da jetzt nicht die Wand wäre. Also, ihr kennt jetzt mein Zimmer nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, da ist eine Wand. Stellen wir uns mal vor, dass die jetzt nicht da wäre und dass ich jetzt nochmal mit höherer Geschwindigkeit werfe. Dann würde die irgendwann außerhalb dieses Zimmers landen. Und irgendwann würde sie außerhalb meines Dorfes landen, wenn ich mit noch höherer Geschwindigkeit werfe. Und so weiter. Je schneller ich sie werfe, also je höher die Anfangsgeschwindigkeit der Plüschorange ist, desto weiter fliegt sie. Und irgendwann, wenn ich sie mit einer bestimmten Geschwindigkeit werfe, wird sie gar nicht mehr auf der Erde aufkommen, sondern die Erde ist ja eine Kugel und wenn ich sie jetzt in Europa, so da ist Europa, werfe, dann wird sie einfach die ganze Zeit hier im Kreis um die Erde rumfliegen. Zumindest angenommen, es gäbe jetzt nicht sowas wie Luftwiderstand und so. In der Realität würde sie natürlich durch den Luftwiderstand die ganze Zeit langsamer werden, würde dann irgendwann doch wieder auf der Erde landen. Aber so ideal, also wenn wir jetzt den Luftwiderstand ignorieren, es ist theoretisch dann möglich, dass eben die Plüschorange die ganze Zeit einfach die Erde umkreist. Bis in die Unendlichkeit. Und was jetzt passiert, wenn ich die Plüschorange mit noch höherer Geschwindigkeit werfe, als dieser Geschwindigkeit, dass sie halt die Erde umkreist, ist, dass sie irgendwann die Erde einfach verlassen wird. Also wenn ich dann mit noch höherer Geschwindigkeit werfe, irgendwann wäre das einfach das hier, dass die Plüschorange einfach immer weiter hinaus ins Weltall fliegt. So, und es gibt jetzt bestimmte Grenzen an Geschwindigkeiten. Also erstens halt die Grenze, ab der die Plüschorange die Erde umkreisen würde. Die Kreisgeschwindigkeit der Erde. Und zweitens die Geschwindigkeit, ab der die Plüschorange die Erde verlassen würde. Das wäre die Fluchtgeschwindigkeit der Erde. Und die kann man natürlich beide berechnen. Versuchen wir das doch einfach mal. Fangen wir an mit der Kreisgeschwindigkeit. Erstens, dazu muss die Plüschorange die Erde umkreisen. Damit haben wir eine Kreisbewegung. Da hatte ich mal einen eigenen Physiksong zu. Und da kam dann die Formel auf FZP, also die Zentripetalkraft. Die Kraft, die dann in Richtung des Zentrums wirkt, also in diesem Fall in Richtung des Erdmittelpunkts, die ist gleich m mal v² durch r. Welche Kraft ist das in diesem Fall, die halt auf die Orange wirkt von der Erde aus? Das ist die Gravitationskraft. Das heißt, wir können die Zentripetalkraft mit der Gravitationskraft gleichsetzen. So, für die Gravitationskraft hatte ich auch einen Song über das Gravitationsgesetz. Und das heißt, diese beiden Formeln sind einfach gleich. FZP ist gleich FG. Oder anders gesagt, m mal v² durch r ist gleich g mal m1 mal m2 geteilt durch r Quadrat. Das m in der Formel für die Zentripetalkraft ist die Masse der Plüschorange. Und das ist ja auch eine der beiden Massen im Gravitationsgesetz. Diese Masse können wir einfach kürzen. Also wir teilen einfach diese Gleichung durch die Masse der Plüschorange. Dann kürzt sie sich raus. Und dann stellen wir jetzt das Ganze einfach nach v um. Dann erhält man diese Formel. Die Kreisgeschwindigkeit v ist also die Wurzel aus g mal m durch r. G ist die Gravitationskonstante, die kennen wir aus dem Gravitationsgesetz. M ist die Masse der Erde und r ist der Abstand von der Erde. Aber Achtung, nicht der Abstand zur Erdoberfläche, sondern der Abstand zum Erdmittelpunkt. So, was man jetzt an dieser Formel auch sieht, ist, es kommt keine Eigenschaft der Plüschorange drin vor. Es geht jetzt nur darum, wie viel Masse besitzt die Erde und wie weit ist man vom Erdmittelpunkt entfernt. Das heißt, wenn ich jetzt ein deutlich massereicheres Objekt werfen würde, hätte das die gleiche Kreisgeschwindigkeit wie die Plüschorange. So viel zur Kreisgeschwindigkeit.
Jetzt habe ich noch gesagt, wenn ich jetzt die Plüschorangen mit noch höherer Geschwindigkeit werfe, dann verlässt sie irgendwann die Erde auf, Nimmerwiedersehen, fliegt einfach davon. Die Fluchtgeschwindigkeit wollen wir jetzt berechnen. So, wenn diese Plüschorange sich jetzt dann immer weiter von der Erde entfernen würde, würde sie dabei ja langsamer werden, weil sie von der Erde quasi ein bisschen zurückgezogen wird mit der Gravitationskraft. Das heißt, sie verliert an kinetische Energie. Diese kinetische Energie oder auch Bewegungsenergie, die wird in potenzielle Energie umgewandelt. Das hatte ich auch schon mal, eine Sorge über die potenzielle Energie, was es damit auf sich hat. Und ich gehe jetzt im Folgenden davon aus, dass es quasi im Weltall keine Objekte mehr außer der Erde gibt. Also das ist jetzt rein theoretisch die Betrachtung, die ich jetzt mache. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wirklich, wenn die Orange sich von der Erde entfernt, sich wirklich einfach nur von der Erde entfernt und von außen keine Kräfte mehr auf sie wirken von anderen Objekten, theoretisch würde sie dann, wenn ich sie genau mit Fluchtgeschwindigkeit werfen würde, wenn sie dann unendlich weit von der Erde entfernt ist, keine Geschwindigkeit mehr besitzen und damit auch keine kinetische Energie. Wieso ist das so? Wenn ich sie jetzt mit geringerer Geschwindigkeit werfen würde, sodass sie all ihre kinetische Energie umwandeln kann in potenzielle Energie und dann keine kinetische Energie mehr besitzt, was würde dann passieren? Sie würde ja wirklich stehen bleiben, sie hat keine kinetische Energie mehr, aber potenzielle Energie und die Erde zieht ja immer noch ein bisschen an der Orange, das heißt, sie würde einfach wieder zurückfallen. Das wollen wir eben nicht erreichen, dann hat sie nämlich nicht die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Wenn sie also erst quasi im Unendlichen, in der unendlichen Entfernung, die ja natürlich praktisch nicht möglich ist, wenn sie erst da ihre kinetische Energie komplett loswerden würde, dann wird sie eben nicht zurückfallen, weil sie ja diese unendliche Entfernung nicht erreichen wird. Und wenn sie dann mit noch höherer Geschwindigkeit als dieser Fluchtgeschwindigkeit geworfen wird, dann würde sie sogar theoretisch in der unendlichen Entfernung, würde sie immer noch kinetische Energie besitzen. Auch wenn sie die maximale potenzielle Energie erreicht hätte, die sie theoretisch erreichen könnte. So. Also das heißt, die Fluchtgeschwindigkeit können wir einfach dadurch berechnen, dass wir die kinetische Energie, die die Orange am Anfang hat, wenn ich sie werfe, dass wir die einfach umwandeln in potenzielle Energie. So. Die Orange startet irgendwo hier und dann theoretisch im Unendlichen soll sie keine kinetische Energie mehr besitzen. Das heißt, die kinetische Energie am Anfang, die muss die gleiche Energie betragen wie die Differenz der potenziellen Energie an ihrem Startpunkt. Da hat sie auch schon eine gewisse potenzielle Energie und an ihrem Endpunkt. Diese, also ja, diese Differenz können wir also gleichsetzen. Diese Differenz von der potenziellen Energie wir gleichsetzen mit der kinetischen Energie. Die kinetische Energie hat die Formel 1 halb mv Quadrat. Also E ist gleich 1 halb mv Quadrat. Und die potenzielle Energie, da hatte ich auch einen Song zu, die hat, also die ist das Integral der Kraft über dr. Die Kraft, das ist in diesem Fall wieder die Gravitationskraft. Mit dem Gravitationsgesetz. Und wenn wir das jetzt integrieren über dr, dann erhalten wir da minus g mal m1 mal m2 geteilt durch r. Ne? Mit dem Integral, das kann man sich bei sowas ja mal überlegen, was muss ich, also welche Funktion muss ich ableiten, um die Funktion zu erhalten, um das Gravitationsgesetz zu erhalten. Wenn ich jetzt minus g mal m1 mal m2 durch r ableite, geteilt durch r ist ja nichts anderes als mal r hoch minus 1, dann muss der Exponent um 1 kleiner werden, r hoch minus 2 und dieses minus 1 wird dann eben vorne dran multipliziert. Und minus minus würde sich da wieder aufheben, das heißt, wir hätten dann das Gravitationsgesetz da stehen als Ableitung von dieser potenziellen Energie. Damit passt alles. Wir betrachten ja nach wie vor den Fall, dass die Orange dann irgendwann theoretisch unendlich weit von der Erde entfernt ist. Und in diesem Fall würde ja r gegen unendlich gehen. Also der Nenner von dieser Formel würde gegen unendlich gehen und damit würde diese ganze Formel für die potenzielle Energie gegen 0 gehen. Dafür hat die potenzielle Energie aber vorher ja einen negativen Betrag. Das sehen wir durch das Minuszeichen. Was wir jetzt ja betrachten wollten, war die Differenz der potenziellen Energie im Unendlichen und hier. Also die 0, die wir im Unendlichen haben, minus diesen negativen Wert. Minus minus ergibt
plus. Das heißt, was wir im Endeffekt da stehen haben, ist einfach nur 0 plus für dieses R g mal m1 mal m2 geteilt durch R. Jetzt steht da also, 1/2 mal m mal v Quadrat ist gleich g mal m1 mal m2 geteilt durch R. Auf der linken Seite, also bei der kinetischen Energie, das ist ja wieder, also dieses m ist ja wieder die Masse von der Plüschorange, die kürzt sich wieder raus. Und wenn wir das dann wieder nach v umstellen, dann erhalten wir im Endeffekt diese Formel. V, also die Fluchtgeschwindigkeit v, ist gleich die Wurzel aus 2 mal g mal m geteilt durch r. M ist hier wieder die Masse der Erde. Das heißt, auch die Fluchtgeschwindigkeit ist tatsächlich unabhängig von der Orange. Ich könnte da jetzt auch stattdessen einen Fußball werfen, der ja etwas schwerer ist. Aber der hat exakt die gleiche Fluchtgeschwindigkeit. Wovon hängen jetzt also Kreisgeschwindigkeit und Fluchtgeschwindigkeit ab? Die Gravitationskonstante? Naja, das ist eine Konstante. Wir haben noch die Masse der Erde und den Abstand zum Erdmittelpunkt. Was würde jetzt passieren, wenn ich die Erde immer kleiner mache? Wenn ich die Erde komprimiere, sie wird immer kleiner. Ich bleibe aber auf der Erdoberfläche mit meiner Plüschorange. Und damit komme ich ja immer näher an den Erdmittelpunkt, wenn die Erde immer kleiner wird. So, das heißt, R wird immer kleiner. R steht im Nenner. Das heißt, die Kreisgeschwindigkeit und die Fluchtgeschwindigkeit, die werden dann immer größer. Und irgendwann können sie die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und nichts kann sich schneller als das Licht bewegen nach der speziellen Relativitätstheorie. Das heißt, dann könnte man, wenn man sich auf der Oberfläche befindet oder halt innerhalb eines gewissen Abstandes, eines gewissen maximalen Abstandes, dann könnte man also nicht mehr entkommen, nicht mal Licht könnte dann entkommen. Ihr merkt vielleicht schon, worauf ich gerade hinaus möchte, worum es jetzt gerade geht. Das wäre dann ein schwarzes Loch. Das heißt jetzt aber theoretisch, jedes Objekt ein schwarzes Loch werden könnte, wenn man es nur klein genug macht, wenn man es genügend komprimiert. So, und der Radius, auf den man ein Objekt bringen müsste, damit es ein schwarzes Loch wird, also damit die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit erreicht, diesen Radius nennt man den Schwarzschildradius, benannt nach Karl Schwarzschild. Diesen Schwarzschildradius kann man jetzt auch mit den Formeln, die wir eben hergeleitet haben, also mit der Formel für die Fluchtgeschwindigkeit, auch herleiten. Da kommt sogar das richtige Ergebnis raus. Das ist aber eigentlich Zufall. Denn ja, bei dem Thema schwarze Löcher, also bei so großen Massen auf so einem kleinen Raum, da muss man tatsächlich mit der allgemeinen Relativitätstheorie nach Albert Einstein rechnen. Und damit kann man das auch nochmal korrekt herleiten und kommt halt auf die gleiche Lösung. Wie gesagt, das ist Zufall. Ich kann mal ganz kurz die klassische Herleitung, also wenn ich das einfach in die klassische Formel für die Fluchtgeschwindigkeit einsetze, zeigen. Bitte behaltet halt im Hinterkopf, das ist eigentlich eher Zufall, dass da halt jetzt auch das Ergebnis in der klassischen Mechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie übereinstimmt. So, und zwar würde es ja in der klassischen Mechanik dann einfach so aussehen, dass ich jetzt für die Geschwindigkeit halt die Lichtgeschwindigkeit c einsetzen muss und dann die Formel nach r auflöse. Und dann komme ich auf r, also der Schwarzschildradius, ist gleich 2 mal g mal m geteilt durch c Quadrat. Moment. 2 mal g mal m geteilt durch c Quadrat. Ich habe eine Idee. Diese Formel, die kann man singen.